Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Beitrag leisten kann. Ich habe zwei Lieder mitgebracht. Text Nazım Hikmet, Musik Christoph Herzog. Nazım Hikmet ist ein türkischer Dichter, das heißt, er war ein türkischer Dichter. Er saß 14 Jahre im Gefängnis in der Türkei, weil er wie Julian Assange die Missstände in seinem Land und weltweit aufgedeckt hat. Und das erste Lied, das ich singe, das schrieb er auch im Gefängnis, und zwar im Andenken an 15 Freunde, Genossen, die von der türkischen Regierung bestialisch gefoltert und dann im Schwarzen Meer ertränkt wurden. Und ich glaube, das Lied, das drückt ganz schön unsere Stimmung aus, wenn wir an Julian Assanges Situation im Gefängnis denken. Das bricht einem ja fast das Herz. Und vielleicht drückt es auch seine eigene Stimmung aus. Mein Herz. Ich blute aus 15 Wunden, in meine Brust stieß man 15 Messer, mit schwarzem Knauf. Doch mein Herz schlägt weiter, es hört nicht zu schlagen auf. Ich blute aus 15 Wunden, um diese 15 Wunden leckten die dunklen Wellen wie glitschige schwarze Schlangen, ertränken will mich das Schwarze Meer. Ertränken will mich das Wasser, blutig und schwer. In meine Brust stieß man 15 Messer mit schwarzem Knauf. Doch mein Herz schlägt weiter, es hört nicht zu schlagen auf. Ich blute aus 15 Wunden, 15-fach durchstieß man mein Herz. Und ich dachte, es schlüge nun nicht mehr vor Schmerz. Doch mein Herz schlägt weiter, es hört nicht zu schlagen auf. 15 Flammen schlugen aus meinen Wunden, in meiner Brust zersplitterten 15 Messer mit schwarzem Knauf. Wie eine blutrote Fahne lodert mein Herz, lodert hoch hinaus. Hello, Berlin. Thank you for being here. Birthdays are a moment of celebration. Let's not forget that today. Let's celebrate not the incarceration of Julian Assange, but the reason why he is in prison and has been deprived of liberty for 10 years. Christine Hafnersson sagt uns, wir sind hier, um Julian zu feiern, um seinen Geburtstag zu feiern. Lass uns feiern, er, der im Hochsicherheitsterroristengefängnis seit 2 Jahren eingesperrt ist. Victory is near. Julian Assange, happy birthday. Er sitzt seit über 2 Jahren. Trotz vom UN-Sonderermittler Nils Melzer und 2 medizinischen Experten aufgrund weißer Folter festgestellten schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen in Belmarsh und muss weiterhin seine Auslieferung in die USA befürchten. Warum man gleichzeitig wegen seines Gesundheitszustands und bei latenter Selbstmordgefahr nicht ausgeliefert, aber weiterhin in einem Hochsicherheitsgefängnis in einer 10 Quadratmeter großen Zelle inhaftiert bleiben kann, hat mit Logik nichts zu tun. Wohl aber mit der Hoffnung von britischer und US-Justiz, dass sich der Fall Assange auf andere Weise erledigt. Die Enthüllungen und Informationen von WikiLeaks waren die Grundlage für die journalistische Arbeit zahlloser Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt. WikiLeaks hat sich um die Demokratie und um die Pressefreiheit verdient gemacht.
Der zweite Grund ist, in dieser Geschichte bündelt sich und kondensiert sich die derzeitige Zustandsbeschreibung der Pressefreiheit, die Anlass zu großer Sorge gibt. Weltweit stellen immer mehr Regierungen und Unternehmen freie und unabhängige Medien in Frage, überbieten sich gegenseitig in ihren Initiativen, die Pressefreiheit zu demontieren und damit den informierten gesellschaftlichen Diskurs und damit ja eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Demokratie. Das Vorgehen gegen und der Umgang mit Julian Assange ist ein bedeutsames Puzzleteil in diesem Bild. Es hat eine Tragweite, die über seinen konkreten Fall hinausgeht. Es sägt einen verdammt tiefen Spalt in den Sockel der Presse- und Meinungsfreiheit. Verdi hat sich den Werten Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Solidarität verpflichtet. Wir setzen uns ein für eine gerechte Weltordnung, in der das Recht auf ein gesundes Leben, körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und alle anderen Menschenrechte durchgesetzt wird. Und dazu gehört natürlich auch die Freiheit der Medien, die der Staat zu schützen hat. Indem wir uns entscheiden, uns hinter Julian Assange zu stellen, entscheiden wir, für die Menschenrechte zu kämpfen. Leben wir unsere Werte, solidarisieren wir uns mit Julian Assange. Vielen Dank und Happy Birthday, Julian. Solo the people, adios, von Leon Gierko. Das Einzige, worum ich Gott bitte, dass die Ungerechtigkeit mir nicht gleichgültig sein möge, dass ich mich nicht auch auf die andere Wange schlagen lasse, wenn schon das ungerechte Schicksal mich in seine Kralle bekommen hat. Das Einzige, worum ich Gott bitte, dass die Zukunft mir nicht gleichgültig sein möge. Verzweifelt ist, wer losgeht, eine neue Kultur zu leben. Das Einzige, worum ich Gott bitte, dass der Krieg mir nicht gleichgültig sein möge. Dies große Ungeheuer, das mit donnerndem Schritt all die arme Unschuld des Volkes zertritt. Happy Birthday, Julian Assange. Möge das im Nachhinein ein glücklicher Tag sein. Einen herzlichen Applaus für die Reporter ohne Grenzen-Vertreterin Juliane Mattei. Liebe Mitunterstützerinnen und Mitunterstützer, es ist jetzt schon der 10. Geburtstag, den Julian Assange in Unfreiheit verbringen muss. Seit mehr als 2 Jahren sitzt er nun in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, isoliert von der Außenwelt, von seinem Anwaltsteam und nicht zuletzt von seiner Familie. Er sitzt dort, obwohl ein Gericht es schon vor einem halben Jahr abgelehnt hat, ihn an die USA auszuliefern. Und es ist geradezu zynisch, dass dieses Gericht damals den Antrag der USA abgelehnt hat, mit der Begründung, dass er eine Auslieferung und die unmenschlichen Verhältnisse in Isolationshaft in den USA nicht überleben würde, er aber gleichzeitig weiter im Gefängnis in London ausharren muss, wo die Umstände auch nicht viel besser sind. Und allein schon aus humanitären Gründen fordern wir von Reporter ohne Grenzen deshalb immer wieder und auch heute, Julian Assange muss umgehend freigelassen werden. Aber ganz davon abgesehen ist der Fall Julian Assange für Reporter ohne Grenzen als weltweit arbeitende Menschenrechtsorganisation zur Verteidigung der Pressefreiheit einer der wichtigsten Fälle überhaupt.
Denn die Frage, ob er an die USA ausgeliefert wird, hat grundlegende Bedeutung für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und für Whistleblowerinnen und Whistleblower weltweit. Deshalb war es für uns keine Frage, dass wir als Beobachter beim Auslieferungsverfahren in London kontinuierlich dabei sein wollten. Das haben uns die britischen Behörden allerdings alles andere als leicht gemacht. Wir hatten keinen garantierten Platz als beobachtende Nichtregierungsorganisation. Wir hatten dann nicht einmal Zugang zum bereitgestellten Videolink und mussten uns so Tag für Tag in den frühen Morgenstunden vor dem Gericht anstellen, um überhaupt reinzukommen. So wenig Wertschätzung für Transparenz der Justiz haben wir nicht einmal in der Türkei erlebt. Und die tritt seit Jahren die Pressefreiheit mit Füßen und steht auf unserer weltweiten Rangliste der Pressefreiheit ganze 120 Plätze hinter Großbritannien. So einen Fall wie den Fall Julian Assange haben wir als Organisation noch nicht erlebt. Und last but not least, Happy Birthday Julian Assange. Wir von Reporter ohne Grenzen tun alles dafür, dass dies dein letzter Geburtstag im Gefängnis sein wird. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einigen Grußworten. Die Julian Assange-Kampagne hat mehr und mehr auch prominente Unterstützer aus den Medien und der Politik. Zum Beispiel war hier gerade vor ein paar Stunden eine Veranstaltung von DiEM25, deren bekanntester Vertreter Yannis Varoufakis ist, der ehemalige Minister aus Griechenland. Also auch die setzen sich mittlerweile intensiv für die Freilassung ein. Wenn wir jetzt einige Grußworte verlesen, dann nicht, weil wir für diese Partei sind oder weil wir die politischen Aussagen eines Nachrichtenkanals bewerben wollen. Jedwede Form von Wahlkampf ist hier ganz bewusst außen vor. Okay, guten Tag. Ich lese, was Lara Wagenknecht für den heutigen Tag geschrieben hat. Heute wird Julian Assange 50 Jahre alt. Wäre er in Freiheit, so würden seine Unterstützerinnen und Unterstützer sicher ein Geburtstagsfest zu seinen Ehren ausrichten. Es wäre eine große Feier, denn auf der ganzen Welt gibt es unzählige Menschen, die ihm für seinen Einsatz dankbar sind. Es ist eine große Schande für die westliche Welt, dass Assange seinen 50. Geburtstag hinter Gittern verbringen muss, statt ihn unbeschwert als freier Mensch im Kreise seiner Familie, seiner Freunde und Unterstützer feiern zu können. Über 10 Jahre ist es jetzt her, dass Julian Assange mit WikiLeaks die Weltöffentlichkeit über die Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan informiert hat. Assange hatte den Mut, uns über die Verbrechen und Schrecken des Krieges aufzuklären. Er hat uns allen, er hat den Frieden und der Demokratie damit einen unschätzbaren Dienst geleistet. Doch leider nicht diejenigen, die die Verbrechen befohlen und begangen haben, sitzen heute hinter Gittern, sondern derjenige, der sie ans Tageslicht gebracht hat. Was ist das für eine verlogene Wertegemeinschaft, die von Kriegsverbrechen nichts hören will, wenn sie von den USA und anderen NATO-Staaten begangen werden, die nur dann von Menschenrechten redet, die nur dann die Meinungs- und Pressefreiheit hochhält, wenn es gegen Staaten wie China und Russland geht. Julian Assange hat den Mut gehabt, aufzustehen und Unrecht Unrecht zu nennen. Dafür zahlt er einen hohen Preis, bis heute. Seit 2 Jahren sitzt Assange im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Ein furchtbares Gefängnis, das wegen seiner harten Haftbedingungen als die britische Version von Guantanamo gilt. Das erste Mal seit 8 Monaten konnte er dort kürzlich Besuch von seiner Verlobten und von seinen Kindern empfangen. Und, wie seine Verlobte Stella Morris nach dem Besuch sagte, Zitat: Die Situation von Julian Assange ist vollkommen unerträglich und grotesk. Es kann so nicht weitergehen. Zitat Ende. Julian Assange gehört in kein Hochsicherheitsgefängnis. Er muss endlich in die Freiheit entlassen werden. Das gebietet die Achtung vor den Menschenrechten, vor der Meinungs- und Pressefreiheit, vor der Demokratie.
Das gebietet allen voran die Menschlichkeit. Lieber Julian, ich wünsche dir von Herzen alles Gute zum 50. Geburtstag und bitte, halte weiter durch. Freiheit für Julian Assange. Der Herausgeber der Nachdenkseiten, Albrecht Müller, schreibt für Redaktion: Liebe Unterstützer von Julian Assange, heute feiern wir den 50. Geburtstag von Julian Assange. 5 Jahrzehnte auf der Welt, davon das komplette letzte Jahrzehnt seiner Freiheit beraubt, in sich steigernden Auswüchsen von Hausarrest über Botschaftsasyl bis zum derzeitigen Hochsicherheitsgefängnis. Warum? Die Vorwürfe aus Schweden haben sich als gegenstandslos herausgestellt. Und es scheint, als sei vieles davon von offizieller Seite fingiert worden und von vielen Medien dankbar aufgegriffen und ungeprüft verbreitet worden. Die damit zusammenhängende Haftstrafe wegen Kautionsvergehen ist schon lange abgesessen. Was bleibt, ist die Verfolgung wegen der Verbreitung der Wahrheit. Diese Wahrheiten über Verbrechen und Korruption können die beteiligten Regierungen, allen voran die in den USA und die in Großbritannien, nicht ertragen. Unsere Bundesregierung schaut weg und schützt entweder Glauben in die britische Justiz vor oder ist wirklich so naiv, den britischen Behörden zu glauben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Julian Assange ist vor nunmehr 15 Jahren angetreten, um den Schleier zu lüften, der über den Angriffskriegen in Afghanistan und im Irak lag und liegt. Auch diese Errungenschaften von WikiLeaks und Julian Assange gilt es heute zu feiern. Die, die sich mit Staatsterror an der Macht halten und sich und andere damit Geld verdienen lassen, scheuen diese traurigen Wahrheiten. Darum soll an Julian Assange ein Exempel statuiert werden, welches von der Nachahmung abhalten soll. Hier keine Geburtstagsfeier. Was wir hier feiern, ist ein Held der Freiheit. Es ist ein tapferer Mann für ihn und nicht, weil wir einen Geburtstag feiern. Für ihn stimmen wir jetzt trotz alledem ein Geburtstagslied an. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, dear Julian. Happy birthday to you. Lass ihn frei, verflucht! Ja, ich habe ja vorhin in dem Georg Kreisler-Lied gesungen, in den freien Pressen stand nichts. Es gibt Ausnahmen. Wir haben hier zum Beispiel den Journalisten Michael Sontheimer, der in seiner Funktion als Spiegelreporter direkt mit Julian Assange zusammengearbeitet hat, schon mehrmals bei uns aufgetreten ist und sich sehr für die Freiheit von Julian Assange einsetzt. Vielen Dank. Michael Sontheimer. Im Grunde, es geht um einen Rachefeldzug, den die US-Geheimdienste zusammen mit ihren üblichen Vasallen, dem britischen Geheimdienst, der britischen Regierung, erführen. Und das letzte Beispiel aus diesem Endlos-Drama, also es ist ja, geht seit, ja, seit 2010. Ich kann mich erinnern, dass ich im Jahre 2010 den ersten Kontakt zwischen WikiLeaks, das war damals Daniel Doscheid-Berg, der sich da vom Acker gemacht hat, und dem Spiegel-Chefredakteur hier in Berlin-Mitte um die Ecke gemacht habe. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass ich 11 Jahre später hier am Pariser Platz stehe und noch immer über Freiheit für Julian Assange sprechen muss und dass wir uns dafür hier treffen müssen. Und dann ist mir noch ein anderer Song von Tutschleinscherben eingefallen. Wir haben die in den 70er Jahren sehr viel gehört. Und der heißt: Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Und ich persönlich, ist ganz irrational, ich glaube, Julian wird in absehbarer Zeit freikommen. Die Sache ist zu absurd, zu grotesk, zu, als dass sie ewig vorangehen könnte. Und vor allen Dingen, was ich besonders empörend finde,
ist die Doppelmoral unseres lieben Westens. Ja, also wenn man sich anguckt, Herr Nawalny, ja, wird in Russland eingekerkert, sofort gibt es um die Sanktionen, die EU und Vermögen sollen eingefroren werden. Dann wird dieser arme Blogger von Lukaschenko einkassiert, sofort gibt es wieder Subventionen. Und sozusagen im eigenen Hinterhof ja, sitzt Julian Assange unter miserablen Bedingungen, wird schikaniert und das Ganze seit über 2 Jahren. Und das ist dann die Verteidigung der Pressefreiheit im Westen. Also sie, und ich glaube, diesen offenkundigen Verlogenheit und diesen Widerspruch und diese Doppelmoral ist auf die Dauer nicht aus durchzuhalten. Und von daher danke, dass ihr alle gekommen seid. Und ich denke, wir werden in absehbarer Zeit doch Erfolg haben. Und von daher, Happy Birthday, Julian. We stand by you. Aber es gibt nur eine Charta der Vereinten Nationen im Artikel 2 beschrieben, dass sämtliche Konflikte friedlich und ohne Gewalt zu lösen sind. Und diese Wertegesellschaft, westliche Wertegesellschaft, tritt diese UN-Charta jeden Tag aufs Neue mit ihren Rüstungsexporten und Unterstützung für Kriegsparteien mit Füßen. Wir haben heute viele Beispiele und Beiträge gehört, die es überdeutlich machen, in welch schrecklichem Zustand die Welt ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Anteil der Menschen, die der Propaganda nicht mehr auf den Leim kriegt, doch auch immer größer wird. Und sogar die öffentlichen Medien, die Mainstream-Medien teilweise, nehmen sich des Themas Julian Assange an. Und wir wollen ja nicht vergessen, wir feiern ja Geburtstag und ihr habt bis jetzt nur ganz kurz gesungen und da kommt jetzt der nächste Gast ins Spiel. Das ist der Poet, Sänger und Schreiber Christian Kercher. Ich glaube, der stimmt noch seine Gitarre, oder kommt er? Nein, er kommt. Ja, schön, endlich sind Sie dran und zwar zum Mitsingen. Die Gedanken sind frei. Haben Sie einen Liedzettel? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Sehr schön, und jetzt mit Assange, ja? Assange sagt, was er will. Assange sagt, was er will und was ihn bedrücke, nur leider in der Still und wie es sich schicke. Soll niemand begehren, soll niemand verwehren, es bleibe dabei, Assange muss frei. Julian shall be free. Julian shall be free someday. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome someday. Jens Fischer-Rodrian kann leider heute nicht hier sein, aber es gibt einen wunderbaren Text und er hat einen Freund geschickt, David Claudio Sieber, und ja, ich freue mich, dass du hier bist und das übernimmst. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag in Berlin. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich unermüdlich einsetzen für die Freilassung von Julian Assange und für alles, was in diesem System global geändert werden muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Mein Name ist David Claudio Sieber und ich freue mich, heute hier sprechen zu dürfen. Ich vertrete meinen guten Freund und Parteikollegen Jens Fischer-Rodrian. Jens Fischer-Rodrian ist Künstler, freier Publizist und Aktivist. Er hat einen Brief verfasst zum Geburtstag von Julian Assange und ich möchte ihn hier einmal verlesen und werde mir erlauben, im Anspruch ein paar wenige kurze Worte an Sie zu richten. Gegen das Vergessen. In Zeiten, in denen nichts sicher zu sein scheint, in denen Angst geschürt wird und die Menschen einseitig informiert werden,
schwinden Empathie, Solidarität und die Fähigkeit, Ungerechtigkeit auf das Tiefste zu empfinden, erschreckend schnell. Sie weichen der Bequemlichkeit und dem Wunsch nach vermeintlicher Sicherheit. Ich musste in den letzten 18 Monaten oft an Julian Assange denken. Jetzt erst verstehe ich, wie es passieren konnte, dass jemand, der sich der Suche nach der Wahrheit verpflichtet hatte, eingesperrt, gedemütigt, gefoltert und seinem schleichenden Tod überlassen wird. Schande! Schande. Zugegeben, wir sind in Deutschland noch nicht an diesem Punkt. Wenn ich aber an all die mutigen Journalisten denke, die sich in so unsicheren Zeiten, in denen jede nicht regierungskonforme Meinung schnell zum Todesstoß der eigenen Karriere werden kann, trotzdem kritisch äußern und als Folge diffamiert werden, ihren Job verlieren oder ihre Konten gekündigt werden, rate ich zur äußersten Vorsicht. Während den Anfängen. Einige haben das Land schon verlassen oder sind dabei, sich auf unbestimmte Zeit zu verabschieden. Immer wieder gibt es mutige, aufrechte Kollegen seiner Zunft, die sich für Julian einsetzen und sich um seine sofortige Freilassung bemühen. Aber es sind zu wenige. Der Druck der Bundesregierung auf die Verantwortlichen ist praktisch nicht existent. Der Einsatz von Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen für seine Freilassung ist überschaubar. Zu wichtig scheinen die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Staatslenkern der verantwortlichen Regierungen zu sein. Zu unwichtig ist das Einzelschicksal eines Mannes, der uns die grausame Wahrheit völkerrechtswidriger Kriegseinsätze vor Augen geführt und dabei alles auf eine Karte gesetzt hat. Er war gut genug dafür, die Schlagzeilen zu füllen, die Auflage der Zeitungen zu steigern und deren Sensationsgier zu befriedigen. Jetzt ist er für viele, die sich selbst in Szene setzen, sich an der Brisanz seiner Informationen aufgehalten und bereicherten, keinen Cent mehr wert. Wir sind angetreten, um zu zeigen, dass es sich wieder einmal um eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen handelt. Das vergessen. Free Assange, jetzt sofort. Vielen Dank, lieber Jens, für diesen bewegenden Brief. Ich möchte einmal kurz eine Anekdote bringen. Meine Tochter Greta hat auch heute Geburtstag. Sie wird 7 Jahre alt. Und die Freiheit, in der sie leben kann, die Freiheit, in der sie aufwachsen kann, dazu hat auch wesentlich Julian Assange beigetragen durch dieses große Opfer. Und meine Tochter fragt mich jeden Tag, so wie Kinder in diesem Alter das machen, Papa, wie lange noch, bis ich Geburtstag habe? Und ich zähle und ich sage es ihr. Und es erinnert mich jeden Tag daran, dass es jemanden gibt, der seinen Geburtstag an einem Ort feiert, wo er nicht hingehört, und aus diesem muss er befreit werden. Und so zünde ich jedes Jahr am Geburtstag meiner Tochter eine Extrakerze auf ihrem Kuchen an für Julian Assange, um das nicht zu vergessen. Und ich bitte Sie alle, weiterhin zu den Demonstrationen zu kommen, sich für Julian Assange einzusetzen, sich zu vernetzen, aufzustehen, unbequem zu sein, die Wahrheit zu sagen. Solange wir in einem System leben, in einem Land leben, auf einer Welt leben, in der man es teuer bezahlen muss, die Wahrheit zu sagen, solange sind wir nicht wirklich frei. Vielen Dank. Wir sind uns auf der Zielgerade. Haltet durch. Ich habe vorhin schon angekündigt, es gibt zwei Menschen, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass die Mahnwachen die ganze Zeit stattgefunden haben. Thilo Hase habt ihr jetzt schon ein bisschen intensiver kennengelernt. Und jetzt kommt zum Abschluss der Veranstaltung die zweite Person mit Hut und Schild. Almut Stackmann, herzlich willkommen. Liebe Mitstreiter, hallo, liebe Freunde, ja, liebe Mitstreiter für die Freiheit von Julian Assange, für die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die hoffentlich nicht zur Fata Morgana wird. Ihr seid hierher gekommen, um ein Zeichen zu setzen und das ist toll. Ich bin begeistert, welche großen Mengen von Menschen heute da waren. Als erstes wollte ich aber euch nochmal bitten, ich bin vorhin rumgegangen mit einem
Block hier, dass ihr noch diejenigen, bei denen ich nicht vorbeigekommen bin, einen Gruß für Julian Assange zum Geburtstag hier schreibt. Ich schicke dann diese gesammelten Blätter ins Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die Hälfte gar nicht gesagt, aber macht nichts. Es ist ja auch jetzt lang genug, der Tag. Eins wollte ich noch sagen, ein wichtiges Zitat von John Pilger, der großartige Journalist und Freund von Julian Assange, sagt, Assange zum Schweigen zu bringen, heißt, uns alle zum Schweigen zu bringen. Und weil wir das nicht wollen, stehen wir seit 2 Jahren hier auf dem Pariser Platz. Unsere Medien, ich schweife erst noch ein bisschen ab, berichten davon, dass Julian und Stella im Gefängnis heiraten wollen. Und das ist ja auch mal eine nette Nachricht, mal zur Abwechslung. Noch eine Sache, es gibt hier auch eine Sportgruppe, wer gerne die Beine bewegt und die Gruppe, die Joggergruppe treffen möchte am Dienstag um 19 Uhr. Die nennen sich Do Sport for Assange. Die rennen also hier um die Botschaft und haben die T-Shirts Do Sports dabei an for Assange. Gut, okay. Ich glaube, das war's. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid so viel und Free Assange now! Hey yo, leistet Widerstand gegen Krieg und Waffenfabrikant. Steht alle zusammen, steht alle zusammen. Schön, das können wir im Kanon probieren, oder? Also machen wir eine Linie, die Wagenseite und die Seite, okay? Also, die Seite fängt an. Hey yo, leistet Widerstand. Hey yo, leistet Widerstand gegen Krieg und Waffenfabrikant. Steht alle zusammen, steht alle zusammen.